Remember, remember, the 5th of November, the gunpowder plot, a day never to be forgot. Erinnerung, Erinnerung an den 5. November, der Tag des Schießpulverkomplotts, ein Tag, den man nicht vergessen sollte, heißt das ungefähr übersetzt ins Deutsche. Ich musste mit diesem englischen Satz anfangen, weil ich heute eben am 5. November diese Lesung mache. Diese Lesung ist die erste und die Einleitung zu dem neuen Buch, das ich lese, Die verborgene Geschichte der Jesuiten. Ein Buch von Edmond Paris, geschrieben original im Französischen, herausgekommen 1975, und eins von verschiedenen Büchern, das der Autor geschrieben hat über den Vatikan und Europa. 5. November 2016. Ich sage, warum lädt er das Video jetzt erst hoch? Was macht der Jörg denn da? Heute am 5. November habe ich gerade erst das drittletzte Video hochgeladen von Babylon nach Rom von Alexander Hislop, meiner ersten deutschen Buchlesung. Wenn das Buch abgeschlossen ist, dann folgt das Buch, das ihr jetzt gerade habt verfolgen können, hier vor, Alle Wege führen nach Rom von Michael de Semlien. Und die verborgene Geschichte der Jesuiten ist so ein fantastisches Werk, dass ich mich schon lange darauf freue, das mal zu lesen. Dieses Buch habe ich im Grunde meiner Mutter mehr oder weniger in die Hand gedrückt, als sie 2012 zu mir kam, nachdem sie nach ihrer Beinamputation in Deutschland nicht mehr alleine leben konnte und zu mir gezogen kam. Obwohl ich es selber nie gelesen hatte, nur Auszüge davon kannte, habe ich ihr das auf meinem Laptop als PDF gegeben, weil ausgedruckt habe ich das Buch auch nicht. Und habe ihr gesagt, sie sollte das mal lesen. Und sie hat es gelesen. Und sie hat mir gerade heute nochmal bestätigt, dass sie immer noch sehr beeindruckt ist von dem Buch. Und ich sage, ja, stell dir mal vor, du wirst es heute nochmal lesen, wo du inzwischen zwischen 2012 und Ende 2016 eine ganze Menge beigelernt hast von den ganzen Sachen, die ich inzwischen gemacht habe, wie Herrscher des Bösen, Luther 2017, von Babylon nach Rom und so weiter und so weiter. Und da sagte sie, ja, das würde man wahrscheinlich mit ganz anderen Augen sehen. Wenn man solche Dinge liest, wenn man solche Bücher liest, wie die verborgene Geschichte der Jesuiten, wenn man solche Dinge liest wie die Bibel, wenn man das regelmäßig liest und an die Bibel unter anderem auch glaubt und danach lebt, dann versteht man auch diese Komödie, die sich im Augenblick in Amerika abspielt und die natürlich zum Erscheinen dieses Videos schon längst Geschichte ist, mit der Wahl entweder dieser Hillary Clinton oder von Donald Duck oder Donald Trump oder wie sie den dann nennen, umso mehr als Jesuitentheater, dass das erscheint. Ich habe gerade heute eine Zeitung geschaut, weil meine Nachbarin ist in Urlaub und ich nehme die Zeitung aus ihrem Briefkasten mit raus und da sogar steht in der flämischen Zeitung drin, was für ein Schmierentheater, was für eine Schmierenkomödie das eigentlich in Amerika mit diesen Wahlen ist. Da frage ich mich nur, wie lange eigentlich noch, bis die Menschen irgendwann mal begreifen, dass das alles nur Theater ist. Dass man sich fragt, wie kann so ein Schmierentheater eigentlich dazu leiten, dass das sogenannte mächtigste Land der Erde von so einem Idioten regiert wird. Und dabei ist jetzt wurscht, ob der Idiot Donald Duck oder Donald Trump heißt oder Hillary Clinton heißt. Das sind beides Idioten. Beides gesteuerte Puppen des Papstes, des Antichristen. Und das ist der wichtige Punkt, der in diesem Buch vielleicht nicht so oft vorkommt, vom Autor selber, den ich aber am Anfang und deswegen zu dieser Lesung am Anfang ganz deutlich machen will. Wann immer wir irgendwelche Kommentare, irgendwelche Zitate lesen aus diesem Buch, Die verborgene Geschichte der Jesuiten, müssen wir uns davon bewusst sein, wenn es um die römisch-katholische Kirche geht, und ich kann ja nicht jedes Mal, wenn ich so einen Kommentar oder so ein Zitat lese, den Kommentar machen, müssen wir immer uns davon bewusst sein, dass die römisch-katholische Kirche die Synagoge Satans ist, dass der Papst, der Mann des Verderbens, der Sohn des Verderbens, der Mann der Sünde ist, der auf dem Stuhl des Antichristen sitzt, des biblischen, historischen und prophetischen Antichristen. Er ist die menschliche Verkörperung Satans auf dieser Welt. Und wenn halt in dem Buch so verschiedene Dinge vorkommen, dass Menschen einfach nicht begreifen können, warum die Dinge so und so sind, wie sie hier dargestellt wurden in diesem Buch. Hier zum Beispiel kommen wir zum Ende, das werden wir dann gleich hören, auf Seite 10. Ich lese ja heute nur die Einleitung bis zum Abschnitt 1.
bekommen wir ein paar Aussagen gegen von Papst Johannes dem 23. und Papst Paul dem 6. und auch davor. Sehr wichtig zum Beispiel finde ich hier die Aussage von Laura Diaz, eine Parlamentsabgeordnete für Livorno in Italien, die gehalten war in Ortona am 15. April 1946. Das lesen wir dann gleich noch, dass sie sich die Frage stellen, wie kann das eigentlich, dass der Papst nicht ja irgendwie für die Sachen verantwortlich gemacht wird? Ja, weil die ganze Welt nicht begriffen hat, dass der Papst der Antichrist ist. Dieses Wissen der protestantischen Revolution, will ich es mal jetzt nennen, der Reformation, das damals rauskam, dass damals jeder wusste, dass damals die Reformation die Menschen befreit hat, ihnen das Licht gegeben hat, das Licht, das Wort Gottes ist, dass die Menschen damals wussten, dass der Papst der Antichrist ist, das wissen sie heute nicht mehr, das wussten sie auch damals nicht, weil deswegen kommen solche Aussagen davon. Weil natürlich auch niemand, der irgendwo in der Politik ist, wie jetzt zum Beispiel diese gerade eben genannte Frau, wenn sie da irgendwelche Zitate macht oder was, natürlich auch gar nicht erst in die Position kommt, wenn sie eine bibelgläubige Christin wäre. Ja? Also es gibt immer wieder mal Leute, die machen bestimmte Aussagen in der Politik, dass man davon, ja, wie kommen die darauf? Ja, weil die immer nur einen Teil der Wahrheit kennen, weil es keine bibelgläubigen Christen in der Politik gibt. Weil bibelgläubige Christen ganz einfach wissen, dass die Politik des Teufels ist. So einfach ist das. Das ganze politische System ist des Teufels und dann nimmt kein bibelgläubiger Christ dran teil. Eine rühmliche Ausnahme, die inzwischen verstorben ist, will ich mal eben nennen, das ist Ian Paisley. Aber ich habe mich immer gefragt, wie er das eigentlich mit seiner Bibelgläubigkeit in Einklang gebracht hat, um da wirklich als Politiker in Nordirland agieren zu können. Aber hey, ich bin ja nicht derjenige, der ihn verurteilt, ne? Das ist an Gott, um zu urteilen. Ich mache sowas nicht. Aber ich frage mich nur, wie er das damit in Einklang gebracht hat. Aber Ian Paisley ist inzwischen verstorben und er war derjenige, der, ich glaube, 1988 im Europäischen Parlament Papst Johannes Paul II. Deutlich denunziert hat als Antichristen, laut und deutlich, bis sie ihn rausgeschmissen haben. Ja? Wo gibt es solche Beispiele heute noch? Nirgendwo. Wo gibt es überhaupt noch Beispiele von Leuten, die überhaupt noch wissen, wer der Antichrist ist? Geht mal in eure Kirche. Weiß der Pastor, wer der Antichrist ist? Oder lehrt er es? Wer der biblische, historische und prophetische Antichrist ist? In der Bibel steht geschrieben, an ihren Taten werdet ihr sie erkennen. Und Edmond Paris hat dieses Buch geschrieben, das nennt sich Die verborgene Geschichte der Jesuiten. Die verborgene Geschichte, entschuldige Leute, wenn man die Augen aufmacht, an ihren Taten werdet ihr sie erkennen. Wenn man die Augen aufmacht, dann erkennt man doch die Taten der Jesuiten, dann erkennt man doch die Taten der Hierarchie der römisch-katholischen Kirche. Ich spreche hier nicht über den gemeinen Katholiken, ja? Der kann nichts dafür. Der ist eine betrogene Seele, einfach gutgläubig und naiv. Anstatt sich an die Bibel zu halten, glaubt er dem Katechismus, wo die römisch-katholische Kirche sagt, der Katechismus, die Lehre der römisch-katholischen Kirche steht über der Bibel. Und es ist nicht die Bibel alleine, sondern es ist die Bibel und die Lehre der römisch-katholischen Kirche, die wichtig ist für die Erlösung einer jeden menschlichen Kreatur. Und der Katholik glaubt das, weil er einfach zu faul ist, nachzuschauen und selbst das Wort Gottes in die Hand zu nehmen, die Bibel, und zu lesen und zu sehen, wie er betrogen wird. Aber wenn ich das sehe, wenn ich mir diese römisch-katholische Geschichte angucke und dann natürlich auch die ganzen abfälligen Töchter, also wie das so schön genannt wird, der falsche Prophet, ne, der Protestantismus, die ganzen abgefallenen Denominationen, ob das jetzt Methodisten sind, Lutheraner sind, Baptisten sind, welchen Namen die sich auch immer geben wollen, das ist ja völlig wurscht, das ist alles eine und dieselbe Soße. All diese ihre Taten muss ich messen an dem Wort Gottes und dann sehe ich, ob sie entweder christlich sind oder ob sie antichristlich sind. Und das ist eben der Punkt. Wenn ich mir die Bibel als meine Basis nehme, dann sehe ich das. Und wenn ich mir die Bibel als Basis nehme, dann brauche ich so ein Buch wie Die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris noch nicht mal. Weil dann sehe ich so in der Welt heute und in der Vergangenheit, sogar in der Vergangenheit, wie sie mir. Also eine Geschichte, wie sie mir in der Schule und sonst wo gelehrt wird, sogar da sehe ich dann Widersprüche zum Christentum. Aber die Leute wollen ja oftmals gar nicht mehr mit offenen Augen schauen.
So, und jetzt nochmal eben zurück zum 5. November, die Schießpulververschwörung von 1605. Warum habe ich damit angefangen? Ja, erstens, weil heute der 5. November ist und man so etwas genauso wie den Reformationstag immer bedenken sollte, weil der 5. November ist eben eine Tat, an der man die Jesuiten eben erkennen kann. Der 5. November 1605 ist deswegen ein ganz wichtiger Punkt, um sich mal daran zu besinnen, was da eigentlich passiert ist, weil wenn damals der Guy Fawkes und seine jesuitischen Verschwörergruppen Erfolg gehabt hätten, dann hätten wir nicht die König-James-Bibel von 1611 heute in unseren Händen gehalten. Und die ist die Basis, ist die einzige noch unkorrumpierte bewahrte Bibel, das einzig unkorrumpierte Wort Gottes heutzutage. Und ich habe da genügend andere Videos drüber gemacht in der Vergangenheit, habe da genügend drüber gesprochen. Ich werde auch in der Zukunft dann auch Videos drüber machen. Das ist jetzt hier nicht der Zeitpunkt und nicht der Ort, um das zu tun. Ihr könnt mir das glauben, ihr könnt mir das nicht glauben. Mir ist das wurscht. Ich habe das genug studiert. Ich weiß, dass es so ist. Und schaut doch nur mal die vielen verschiedenen deutschsprachigen Bibeln an und seht, welche Unterschiede in den Bibeln sind. Wenn es nur ein Wort Gottes gibt, warum gibt es da noch 20 verschiedene Versionen von? Beantwortet mir dann doch mal die Frage, bitteschön, wie das kann. Ne? Ich sage ja auch nur das, was ich hier sage. Und zwar in der Version, wie ihr das jetzt hier hört. Also, das nächste Buch, das ich mir vorgenommen habe zu lesen, ist also Die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris. Ich fange an mit einer Einleitung des Herausgebers. Und übrigens, was die Videoarbeit angeht, werde ich mir nicht allzu viel Mühe machen, da Buchlesungen sich beziehen sollen auf das gesprochene Wort und die Leute das gesprochene Wort annehmen sollen. Und ich auch weiß, dass viele von meinen Zuhörern und Zuschauern oftmals einfach nur das MP3, also nur das gesprochene, benutzen und sich die Videos gar nicht anschauen. Jetzt will ich deswegen nicht sagen, jetzt mache ich keine ordentlichen Videos mehr, nur bei so einer Buchlesung konzentriere ich mich jetzt darauf, das gesprochene Wort gut zu bringen und nicht so sehr darauf zu achten, welche Bilder da jetzt reinkommen. Und außerdem ist das das zweite Buch, das ich lese, nachdem ich jetzt Alle Wege führen nach Rom gelesen habe, wo ich gleichzeitig eben auch die englische Lesung mache und das dann simultan mache und dann hintereinander die gleichwertigen Teile in Deutsch und Englisch hochladen werde auf meinem Kanal. So, das war jetzt zur Einleitung erstmal genug, schätze ich, genug geschwätzt, 12,5 Minuten zur Vorstellung. Ich fange an mit der Einleitung des Herausgebers von Die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris. Es gibt keine andere Person, die qualifizierter wäre, Edmond Paris' Buch Die verborgene Geschichte der Jesuiten einzuleiten, als Dr. Alberto Rivera. Ein ehemaliger Jesuitenpriester unter dem Schwur der höchsten Weihe, der im Vatikan ausgebildet und der Geschichte der Jesuiten unterrichtet wurde. Kleiner Kommentar natürlich. Dr. Alberto Rivera sollten meine deutschsprachigen Zuschauer kennen, weil ich habe das Buch Die Heiligen Väter von Dr. Alberto Rivera komplett gelesen auf meinem Kanal und habe euch damit die Möglichkeit gegeben, Bekanntschaft zu machen mit Dr. Alberto Rivera. Und hier wird er uns halt noch einmal vorgestellt. Er lebte zwischen 1935, starb 1997 und wurde vergiftet von jesuitischer Seite, wie ziemlich genau erwiesen ist, wenn man sich mit seiner Familie, seinem Sohn und seiner Frau ein bisschen beschäftigt und deren Publikationen. Nun, die Informationen in diesem Buch sind auf Tatsachen beruhend und vollständig dokumentiert und sollten von jedem bibelgläubigen Christen in den Vereinigten Staaten und Kanada gelesen werden. Und deswegen lese ich es ja für euch in Deutschland auch, weil es sollte nicht nur in den Vereinigten Staaten und Kanada, es sollte weltweit gelesen werden, weil schließlich handelt das Buch hauptsächlich ja von dem Weltkrieg oder den Weltkriegen, den Antireformationskriegen im 20. Jahrhundert. Und das waren ja, wie gesagt, Weltkriege. Das geht ja also die ganze Welt an. Jeder bibelgläubige Christ weltweit sollte dieses Buch gelesen haben. Die Bibel sagt, Zitat: Mein Volk wird zerstört aus Mangel an Wissen. Ende Zitat. Hosea, Kapitel 4, Vers 6. Da habe ich auch mal ein kurzes englischsprachiges eigenes Video drüber gemacht, über Hosea 4, Vers 6. Kommen wir also zur Einleitung von Dr. Rivera. Die gefährlichsten unter den Menschen sind die, die sehr religiös erscheinen, insbesondere wenn sie organisiert sind und Amtsgewalt innehaben.
Sie genießen die tiefe Hochachtung der Menschen, die keine Ahnung haben von ihrem gottlosen Streben nach Macht hinter den Kulissen. Diese religiösen Menschen, die vorgeben, Gott zu lieben, schreiten auch zu Mord, zetteln Revolutionen an und, wenn nötig, Kriege im Dienste ihrer Sache. Der Zweck heiligt die Mittel. Sie sind gerissene, intelligente, glatte religiöse Politiker, die in einer düsteren Welt der Geheimnisse, Intrigen und zweifelhaften Heiligkeit leben. Dieses Muster, wie in Die verborgene Geschichte der Jesuiten zu lesen, findet man, geistlich gesprochen, in den Schriftgelehrten, das heißt also jüdische Gelehrte, die sich durch gründliche Kenntnisse der religiösen Überlieferungen, insbesondere der Gesetze, auszeichnen, in den Pharisäern, das sind religiöse politische Partei der Juden seit Ende des 2. Jahrhunderts vor Jesus Zeitrechnung, die in religiöser und politischer Gegnerschaft zum jüdischen Priestertum stand und äußerliche Buchstabenmoral in kleinlicher Abhängigkeit vom mosaischen Gesetz vertrat und von Jesus als Heuchler bekämpft wurden. Und auch Sadduzäern, das ist gegen den gewachsenen Einfluss der Pharisäer entstandene konservative, römerfreundliche Partei der jüdischen Priesterschaft des antiken Israel in der Makkabäerzeit um 200 vor Zeitrechnung, die die Unsterblichkeit der Seele und Auferstehung ablehnte und die Willensfreiheit des Menschen lernte. Ja, die Unsterblichkeit der Seele abzulehnen ist ja nicht verkehrt, weil die Unsterblichkeit der Seele ist eine römisch-katholische Doktrin. Jedenfalls, um den Satz nochmal kurz im Ganzen zu lesen. Dieses Muster, wie in Die verborgene Geschichte der Jesuiten zu lesen, findet man geistlich gesprochen in den Schriftgelehrten, Pharisäern und Sadduzäern zu Zeiten Jesu Christi. Genau dieser böse Geist wies die römischen Kaiser an, die 10 blutrünstigen Erlasse zur Verfolgung der frühen christlichen Gemeinde herauszugeben. Die frühen Väter bekamen Einblick in das Gros des antiken babylonischen Systems zuzüglich der jüdischen Theologie und griechischen Philosophie. Sie bekamen Einblick in das Gros des antiken babylonischen Systems zuzüglich der jüdischen Theologie. Vermischt man das babylonische System mit der jüdischen Theologie, dann bekommt man den Talmud. Ja? Also, die frühen Väter bekamen Einblick in das Gros des antiken babylonischen Systems zuzüglich der jüdischen Theologie und der griechischen Philosophie. Und da baut sich ja die römisch-katholische Kirche drauf auf. Sie alle pervertierten die meisten der Lehren Christi und seiner Apostel. Sie ebneten den Weg für den römisch-katholischen Apparat, der im Begriff war, zu entstehen. Sie fielen im guten Glauben über die Bibel her, pervertierten, fügten hinzu und nahmen hinweg. Diese religiöse, antichristliche, durch jene Väter wirkende Geist trat erneut hervor, als Ignatius von Loyola die Jesuiten schuf, um im Verborgenen 2 wesentliche Ziele für die römisch-katholische Institution zu erreichen. Erstens, allumfassende politische Macht und zweitens, eine allumfassende Kirche in Erfüllung der Prophetien von Offenbarung 6, 13, 17 und 18. Bis Ignatius von Loyola die Szene betrat, hatte die protestantische Reformation das römisch-katholische System inzwischen ernsthaft beschädigt. Ignatius von Loyola kam zu dem Schluss, dass der einzige Weg für seine Kirche zu überleben sei, in der zeitlichen Macht von Papst und römisch-katholischer Institution das Kirchenrecht und die Kirchenlehren durchzusetzen, nicht einfach nur durch die Zerstörung des physischen Lebens der Menschen, wie es die Dominikanerpriester quer durch die Inquisition zu tun pflegten, sondern durch die intensive Einflussnahme und das Eindringen in jeden Lebensbereich. Hört zu, das ist unglaublich wichtig, was jetzt kommt. Der Protestantismus müsse besiegt und im Interesse der Päpste benutzt werden. Das war einer der persönlichen Vorschläge Ignatius von Loyola gegenüber Papst Paul III. Jesuiten machten sich unverzüglich ans Werk. Alle protestantischen Gruppen, einschließlich ihrer Familien, alle protestantischen Gruppen, einschließlich ihrer Arbeitsplätze, ihrer Spitäler, alle protestantischen Gruppen, einschließlich ihrer Schulen, Universitäten und so weiter,
zu unterwandern. Heute haben die Jesuiten jene Mission so gut wie erfüllt, schreibt Alberto Rivera ungefähr Anfang der 70er Jahre. Das Buch kam ja, wie ich sagte, 1975 ungefähr raus. Und ist natürlich hier und da ein bisschen erneuert worden durch die Übersetzer, die das Buch 2007 aus dem französischen Original übersetzt haben. Also hier und da gibt es natürlich auch ein bisschen neuere Informationen mit bei. Aber das, was ich jetzt gerade eben vorgelesen habe, und deswegen sagte ich, hört bitte gut zu, ist so unglaublich wichtig. Etwas, was wieder einmal bestätigt, was ich euch schon immer gelehrt habe, schon seit meiner Lesung von Herrscher des Bösen, Rulers of Evil in Deutsch, wo ich das gesagt hatte. Lorenzo Ricci, der schwarze Papst, der General der Jesuiten zur Zeit 1773, wo die Jesuiten so gesagt verboten wurden, das nur dazu gebraucht wurde, um diesen Jesuitenorden zu säkularisieren, dass eben die Jesuiten die Möglichkeit haben, die Familien, die Arbeitsplätze, Spitäler, Schulen, Universitäten und natürlich auch später die Politik und alles zu unterwandern. Das war von Anfang an das Ziel. Das geht zurück auf die Kriegsführung von Sun Tzu. Die Kunst des Krieges, auch das habe ich in Herrscher des Bösen besprochen. Man muss diese Dinge wirklich verstehen. Und wenn man das tut, dann wird auf einmal alles so klar, so deutlich. Also ich lese diese paar Sätze eben nochmal. Ich hoffe, dass das gut einsinkt und dass ihr mir gut folgt damit, dass keiner nachher mehr sagen kann von: Was machen die Jesuiten eigentlich? Das habe ich eigentlich nie verstanden. Der Protestantismus müsse besiegt und im Interesse der Päpste benutzt werden. Das war einer der persönlichen Vorschläge Ignatius von Loyola gegenüber Papst Paul III. Ein anderer Vorschlag war der vierte Eid, über den ich ja schon verschiedene Male gesprochen hatte. Jesuiten machten sich unverzüglich ans Werk. Alle protestantischen Gruppen, einschließlich ihrer Familien, Arbeitsplätze, Spitäler, Schulen, Universitäten und so weiter zu unterwandern. Heute haben die Jesuiten jene Mission so gut wie erfüllt. Und Alberto Rivera, der das hier schreibt, war ja selber Teil dieser Jesuiten. War selber ein Jesuit des vierten Hohen Eides. Er fährt fort. Die Bibel gibt die Gewalt über eine örtliche Gemeinde einem gottesfürchtigen Pfarrer. Die raffinierten Jesuiten aber schafften es über die Jahre, jene Gewalt Zentralen von Konfessionsgemeinschaften zuzuspielen und haben mittlerweile fast alle protestantischen Denominationen in die Arme des Vatikans gedrängt. Das schreibt er in den 70er Jahren und heutzutage, 2016, wissen wir, dass die ökumenische Bewegung abgeschlossen ist und dass alle sogenannten protestantischen Denominationen in die Arme des Vatikans zurückgekehrt sind. 1999 hat die lutheranische weltweite Organisation den Vertrag zur gemeinsamen Glaubenserklärung mit dem Vatikan, mit der katholischen Kirche unterzeichnet, 2004 die Methodisten. Und inzwischen über 50 Jahre nach Beendigung des Zweiten Vatikanischen Konzils, wo die charismatische und ökumenische Bewegung voll in Gange gekommen sind, ist das abgeschlossen. Und das wisst ihr ja, nachdem ihr eben die Buchlesung Alle Wege führen nach Rom verfolgt habt. Wenn ihr sie nicht verfolgt habt, das solltet ihr unbedingt tun. In dem Buch wird genau diese Sache ganz deutlich rausgestellt. Genau das war es, was sich Ignatius von Loyola vorgenommen hatte, zu erreichen. Eine allumfassende Kirche und das Ende des Protestantismus. Während ihr die verborgene Geschichte der Jesuiten lest, werdet ihr sehen, dass es zwischen den religiösen und politischen Bereichen eine Parallele gibt. Ah ja. Rom ist an erster Stelle eine politische Macht und erst an zweiter Stelle eine religiöse Macht. Der Autor Edmond Paris zeigt auf, wie die Jesuiten in die Regierungen und Nationen der Welt eindringen und diese intensiv beeinflussen, um über die Errichtung von Diktaturen und die Schwächung von Demokratien, wie zum Beispiel der Vereinigten Staaten von Amerika,
über die Wegbereitung für Anarchie in Gesellschaft, Politik, Moral, Militär, Bildung und Religion, den Verlauf der Geschichte zu manipulieren. Und dann gehe ich nochmal eben auf meine kurze Einleitung zurück, wo ich ja von dieser Wahlfarce da in Amerika sprach, ja, bei den amerikanischen Wahlen. Ja, wie er hier sagt, er zeigt auf, wie die Jesuiten in die Regierungen und Nationen der Welt eindringen und diese intensiv beeinflussen, um über die Errichtung von Diktaturen, die Schwächen von Demokratien, wie zum Beispiel der Vereinigten Staaten von Amerika, über die Wegbereitung für Anarchie in Gesellschaft, Politik, Moral, Militär, Bildung und Religion, den Verlauf der Geschichte zu manipulieren. Ein besseres Beispiel als diese Witzwahlen in 2016 in den Vereinigten Staaten von Amerika kann es doch gar nicht mehr geben. Der Mann Edmond Paris. In den prophetischen Arbeiten zur Offenbarung wurde Edmond Paris zum Märtyrer Jesu. Im Aufdecken einer solchen Verschwörung setzte er sein Leben aufs Spiel für die Wahrheit der zu wissenden prophetischen Zeichen. Edmond Paris hat mich nie kennengelernt, aber ich ihn, ohne ihm je persönlich begegnet zu sein, als ich mit anderen Jesuiten unter dem Schwur der höchsten Weihe über die Namen und Institutionen in Europa in Kenntnis gesetzt wurde, die für die Ziele der römisch-katholischen Institution gefährlich waren. Man hatte uns seinen Namen gegeben. Schriften von Edmond Paris. Le Vatican contre la France, Genocide in Satellite Croatia und Le Vatican contre l'Europe. Mit anderen Worten, Le Vatican contre la France, also der Vatikan gegen Frankreich, 1957 erschienen, Genocide in Satellite Croatia, Völkermord im Satellitenstaat Kroatien zwischen 41 und 45, 1961 erschienen, und Le Vatican contre l'Europe, der Vatikan gegen Europa, erschienen 1959, sind alles Schriften von Edmond Paris. Über den römischen Katholizismus führten seitens der Jesuiten zu dem Versprechen, erstens, ihn zu zerstören, zweitens seinen Ruf einschließlich seiner Familie zu zerstören und drittens sein Werk zu zerstören. Auch heute, in diesem Augenblick, selbst noch heute in 2016, nicht nur zu der Zeit, wo Alberto das hier schreibt, auch in diesem Augenblick macht man sich an den großartigen Werken von Edmond Paris zu schaffen. Aber wir beten jetzt, dass Gott sie bewahren möge, wenn sie am meisten gebraucht werden für die Errettung der römisch-katholischen Menschen, für die Errettung aller Menschen, für die Errettung all derer, die in diesen falschen Systemen gefangen sind, welchen Namen das System auch hat. Römischer Katholizismus, Islam, Buddhismus, Hinduismus spielt keine Rolle. Sie haben alle ihren Ursprung in Babylon. Diese Dinge werden gebraucht für die Errettung aller Menschen auf Erden, die nicht bibeltreu sind, die die Bibel nicht kennen, um ihnen die Bibel zu lehren, um sie ihnen beizubringen. So endet Dr. Alberto Rivera seine Einladung über dieses Buch. Die Liebe zur Wahrheit ist unsere einzige Rettung, sagt Jean Guénon, französischer Schriftsteller zwischen 1890 und 1978 von der Französischen Akademie. Und im Buch der Epheser, Kapitel 4, Vers 25 lesen wir: Darum leget die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Ende Zitat. Bringt uns zum Vorwort des Buches Die geheime Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris. Ein Autor des letzten Jahrhunderts, Adolphe Michel, erinnerte sich daran, dass Voltaire die Zahl der über die Jahre herausgegebenen Werke über die Jesuiten auf etwa 6.000 schätzte. Welche Zahl haben wir jetzt, ein Jahrhundert danach, erreicht? Fragte Adolphe Michel, nur um sofort zu schließen. Egal. Solange es Jesuiten gibt, werden Bücher gegen sie geschrieben werden müssen. Es gibt nichts Neues mehr über sie zu sagen, aber neue Generationen von Lesern entstehen täglich. Werden sie in alten Büchern forschen? Der eben genannte Grund wäre ausreichend, uns eine Wiederaufnahme dieses immer wieder behandelten Themas zu rechtfertigen. Doch sind die meisten frühen, die Geschichte der Jesuiten zurückverfolgenden Bücher heute nicht mehr auffindbar. Nur in öffentlichen Bibliotheken können
einige von ihnen noch befragt werden, was jene für die meisten Leser unerreichbar macht. Mit der Absicht, die breite Öffentlichkeit in knappen Worten zu informieren, schien eine Zusammenfassung dieser Schriften notwendig. Es gibt einen weiteren genauso guten Grund wie den eben genannten. Mit neuen Generationen von Lesern entstehen gleichzeitig neue Generationen von Jesuiten. Und diese arbeiten heute mit denselben verschlungenen und hartnäckigen Methoden, die so oft in der Vergangenheit die Abwehrreflexe von Nationen und Regierungen in Gang setzten. Die Söhne Loyolas sind heute, und man möchte sagen mehr denn je, der führende Flügel der römischen Kirche. Ja, seit 2013 haben wir einen weißen Papst Franziskus unter dem vierten hohen Eid der Jesuiten. Die Söhne Loyolas sind heute der führende Flügel der römischen Kirche. Absolut. Wenngleich auch nicht besser getarnt als in alten Zeiten, bleiben sie doch die bedeutendsten Ultramontanen, das sind strenge Papstgesinnte, die unaufdringlichen, aber erfolgreichen Vertreter des Heiligen Stuhls in der ganzen Welt, die getarnten Verfechter seiner Politik, die verborgene Armee des Papsttums, Regimini Militantes Ecclesiae, die Kirche im Krieg oder der kirchliche Krieger, die Bulle mit der Papst Paul III., die Jesuiten 1540 in Wirkung stellte. Niemals vergessen, wir lesen hier über eine Armee, über Militär, so gesagt im Namen Gottes. Nur Jesus hat gepredigt, dass man keinen Menschen verletzen soll und dass man nicht töten soll. Also haben wir es hier wohl mit einer anderen Kirche zu tun. Aber da brauche ich jetzt ja nicht drauf eingehen. Das habe ich am Anfang schon deutlich genug getan. Aus diesem Grunde wird das Thema Jesuiten nie erschöpft sein. Und wenn auch die sie betreffende Literatur derart reichhaltig ist, so wird jede Epoche ihre Pflicht haben, einige Seiten hinzuzufügen. Die Kontinuität dieses geheimen, vor vier Jahrhunderten zur höheren Ehre Gottes, doch genau genommen zur Ehre des Papstes begründeten Systems zu markieren. Trotz des Trends zur immer mehr zunehmenden Laizisierung, also Trennung von Kirche und Staat, trotz des unausweichlichen Prozesses des Rationalismus, auf Vernunft gegründetes Denken und Geisteswesen, der jeden Tag den Bereich Dogma ein wenig mehr verkleinert, konnte die römische Kirche das große Ziel, das sie von Anfang an hatte, nicht aufgeben. Alle Nationen des Universums unter ihrem Krummstab, also dem Bischofsstab, zu sammeln. Wie es auch kommt, diese gewaltige Mission muss weitergehen, unter Heiden wie unter getrennten Christen, getrennten Brüdern, wie die nach seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil heißen. Der Weltklerus, also der Stand der Geistlichen, die nicht Mitglied eines Mönchsordens sind, der Weltklerus, der die Pflicht im Besonderen hat, die errungenen Positionen zu halten, was heutzutage recht mühsam ist, er untersteht bestimmten Regularorden zur Vergrößerung der Herde der Gläubigen durch Bekehrung der Ketzer und Heiden, eine noch mühsamere Arbeit. Aufgabe ist es, zu schützen oder dazu zu gewinnen, zu verteidigen oder anzugreifen. Und an der Spitze des Kampfes ist jene mobile Truppe der Gesellschaft Jesu, die Jesuiten. Streng genommen ist sie keine säkulare, auch keine Ordensgesellschaft laut ihrer Satzung, sondern so etwas wie ein raffiniertes, wo und wann gerade passend innerhalb und außerhalb der Kirche intervenierendes Unternehmen, kurz gesagt, der geschickteste, beharrlichste, furchtloseste, von der päpstlichen Autorität überzeugteste Agent, wie einer ihrer besten Historiker schrieb. Das finde ich eine sehr schöne Erklärung des Jesuitenordens. Der geschickteste, beharrlichste, furchtloseste, von der päpstlichen Autorität überzeugteste Agent ist der Jesuit.
Wir werden im Lauf dieses Buches sehen, wie diese Janitscharen-Truppe entstanden ist, welche unbezahlbaren Dienste sie dem Papsttum leistete. Wir werden auch sehen, wie derart viel wirklicher Eifer diese der Institution, der sie diente, unentbehrlich machen sollte unter Ausübung eines solchen Einflusses auf Letztere, dass ihr General mit gutem Grund der Schwarze Papst genannt wurde, da es immer schwieriger wurde, in der Regierung der Kirche die Autorität des Weißen Papstes und jene seines mächtigen Koadjutors zu unterscheiden. Es geht ferner um eine Retrospektive und eine Aktualisierung der Geschichte des Jesuitismus, gleicherweise in diesem Buch. Da sich die Mehrheit der die Jesuiten betreffenden Schriften nicht auf die Hauptrolle bezieht, die sie bei den Ereignissen spielten, die die Welt während der letzten 50 Jahre unterminierten, dachten wir, es wäre an der Zeit, die Lücke zu füllen oder, genauer gesagt, mit unserem bescheidenen Beitrag eine eingehendere Untersuchung des Themas anzustoßen und das, ohne die Hindernisse zu verschweigen, denen die nicht-apologetischen, öffentlich zu diesem brennenden Thema schreiben wollenden Autoren begegnen werden. Vor allen Faktoren, die im internationalen Geschehen eines Jahrhunderts voller Chaos und Aufruhr eine Rolle gespielt haben, liegt einer der entscheidendsten, nichtsdestotrotz angesehensten, im Ehrgeiz der römischen Kirche. Ihr säkularer Wunsch, ihren Einfluss in Richtung Osten zu erweitern, machte sie zum spirituellen Verbündeten des Pangermanismus und seinem Komplizen in dem Versuch, die oberste Gewalt zu erlangen, die den Völkern Europas zweimal, 1914 und 1939, Tod und Verderben brachte. Die Öffentlichkeit ist sich der übergroßen vom Vatikan und seinen Jesuiten zu Beginn der zwei Weltkriege getragenen Verantwortung überhaupt nicht bewusst. Eine Situation, die teilweise durch die gigantischen dem Vatikan und seinen Jesuiten zur Verfügung stehenden, ihnen in derart vielen Bereichen, insbesondere seit dem letzten Konflikt, Macht verleihenden Finanzen, erklärbar sein dürfte. Dazu muss man wissen, dass die Jesuiten die totale Macht über den Handel und das Bankenwesen auf der Welt haben, über die verschiedenen päpstlichen Ritterorden, wie zum Beispiel die Malteserritter. Da bin ich ja auch früher schon mal drauf eingegangen. Und zum Beispiel das Federal Reserve System, also das System der Federal Reserve Bank in den Vereinigten Staaten von Amerika, überhaupt das International Monetary Fund, die Weltbank, das ist alles im Besitz, Eigentum und unter Kontrolle der Jesuiten. Natürlich schieben sie die Rothschilds und andere Juden nach vorne als ihre Frontmänner. Aber im Grunde sitzen die Jesuiten dahinter. Und das ist auch im Grunde nichts anderes als eine Bestätigung, die wir finden, wenn wir in die Bibel gehen. Ihr müsst mir ja so mal nicht mal irgendwie glauben. Ich saug mir das nicht aus den Fingern. Ich sag euch das, weil es in der Bibel drin steht. Und wir nehmen halt eben mal das Wort Gottes bei der Hand. Offenbarung 18, Vers 3. Denn von dem Wein ihrer grimmigen Unzucht haben alle Völker getrunken. Und die Könige der Erde haben mit ihr Unzucht getrieben, und die Kaufleute der Erde sind von ihrer gewaltigen Wollust reich geworden. Offenbarung 18, Vers 3. Deutlich genug, aber man kann auch noch Vers 11 lesen. Und die Kaufleute der Erde weinen und trauern über sie, weil niemand mehr ihre Ware kauft. Und in 15 lesen wir weiter, die Verkäufer dieser Waren, die von ihr reich geworden sind, werden aus Furcht vor ihrer Qual von Ferne stehen. Sie werden weinen und trauern und sagen, wehe, wehe, die große Stadt, die bekleidet war mit feiner Leinwand und Purpur und Scharlach und begoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen, denn in einer Stunde wurde dieser so große Reichtum verwüstet. Und in Vers 23 lesen wir immer nochmal, und das Licht des Leuchters wird nicht mehr in dir scheinen und die Stimme des Bräutigams und der Braut nicht mehr in dir gehört werden, denn deine Kaufleute waren die Großen der Erde und durch deine Zauberei wurden alle Völker verführt. Und in ihr wurde das Blut der Propheten und Heiligen gefunden und aller derer, die auf Erden umgebracht worden sind. Also, das ist doch, denke ich, deutlich genug, um zu erklären,
wer die Macht hat im Handel und damit über das Geldsystem auf dieser Erde. Die Bibel sagt es deutlich und Beweise dafür in der Welt gibt es mehr als genug. Und dieses hier ist ja nun kein Buch über das Finanzsystem, da könnt ihr euch andere Bücher lesen oder ihr könnt euch hier ein bisschen schlau machen in den Sachen, die ich früher bereits hochgeladen habe, wo ich da auch drüber gesprochen habe. Das ganze Geldsystem ist in den Händen der Jesuiten. So einfach ist das. Und das ist eben auch hier in diesem Satz kommt das nochmal ganz deutlich fort, den ich dann eben nochmal eben vorlese. Die Öffentlichkeit ist sich der übergroßen vom Vatikan und seinen Jesuiten zu Beginn der zwei Weltkriege getragenen Verantwortung überhaupt nicht bewusst. Eine Situation, die teilweise durch die gigantischen, dem Vatikan und seinen Jesuiten zur Verfügung stehenden, ihnen in derart vielen Bereichen, insbesondere seit dem letzten Konflikt, machtverleihenden Finanzen erklärbar sein dürfte. Ohne Geld kein Krieg. Und mit der Federal Reserve Bank hatten sie die Lizenz zum Gratis-Gelddrucken. Und seitdem gibt es die Kriege. 1913 Federal Reserve System, 1914 Ausbruch des Ersten Weltkrieges und damit des Zweiten Dreißigjährigen Krieges von 1914 bis 1945. Tatsächlich wurde die Rolle, die sie bei jenen tragischen Ereignissen spielten, bis in die Gegenwart hinein kaum erwähnt, außer von eifrigen Apologeten, das sind also Verteidiger der Lehren und Ansichten, um sie zu verbergen. Mit dem Ziel, dies zu korrigieren und die wahren Fakten aufzuzeigen, legen wir in diesem und anderen Büchern die politischen Aktivitäten des Vatikans während der Neuzeit, also etwa seit 1500 an, offen. Aktivitäten, die in Wechselbeziehung zu den Jesuiten stehen. Diese Studie beruht auf unbestreitbaren Archivdokumenten. Diese Studie beruht auf Veröffentlichungen von bekannten politischen Persönlichkeiten, Diplomaten, Botschaftern und angesehenen Autoren, die meisten von ihnen sind Katholiken, sogar beglaubigt durch das Imprimatur. Und wir nehmen auch immer, wenn möglich, die Bibel zu Hilfe. Diese Dokumente bringen die verborgenen Aktionen des Vatikan und seine perfiden Aktionen in der Schaffung von Konflikten zwischen Nationen, wenn es seinen Interessen diente, ans Licht. Mit Hilfe schlüssiger Ausführungen zeigen wir die von der Kirche beim Aufstieg totalitärer Regime in Europa gespielte Rolle auf. Diese Zeugnisse und Dokumente stellen eine vernichtende Anklage dar, und kein Apologet hat es bislang versucht, sie zu widerlegen. Kann auch keiner widerlegen. Am 1. Mai 1938 erinnerte uns der Mercure de France an das, was 4 Jahre zuvor gesagt worden war. Zitat: Der Mercure de France vom 15. Januar 1934 schrieb, und niemand widersprach ihm, dass es Pius XII. War, der Hitler machte. Dieser kam nicht so sehr mit legalen Mitteln an die Macht, sondern weil der Papst das Zentrum, die deutsche katholische Partei, beeinflusste. Denkt der Vatikan, er hätte einen politischen Fehler begangen, als er Hitler den Weg zur Macht freiräumte? Dem scheint nicht so. Ende Zitat. Dem schien nicht so, als jenes geschrieben wurde. Das war am Tag nach dem Anschluss, als Österreich als Teil des Dritten Reiches wurde. Auch später nicht, als sich die Nazi-Aggressionen ausweiteten, auch nicht während des ganzen Zweiten Weltkriegs. Tatsächlich übertrug der Nachfolger von Pius XII., Johannes der 23., am 24. Juli des Jahres 1959 seinem persönlichen Freund Franz von Papen den Ehrentitel eines päpstlichen Geheimkämmerers, also Finanzbeamten. Dieser Mann war während des Ersten Weltkrieges Spion in den Vereinigten Staaten und einer der Verantwortlichen für Hitlers Diktatur und den Anschluss. Und ich gehe da jetzt nicht allzu weit drauf ein, das habe ich früher schon oft genug erwähnt. Franz von Papen, Malteserritter und Unterzeichnung mit dem späteren Papst Pius XII., Eugenio Pacelli, damals Staatssekretär beim Vatikan, 1933 des Konkordats. Da kommen wir auch später noch drauf zu. Das alles war dieser Franz von Papen, der übrigens vor Nürnberg
freigesprochen wurde. Er wurde niemals verfolgt. Ja? Man muss unter einer seltsamen Art von Blindheit leiden, um solche klaren Fakten nicht zu sehen. Ja, da stimme ich dem Autor zu. Joseph Rovan, ein Journalist 1918 geboren, ein katholischer Autor, kommentiert das diplomatische Abkommen zwischen dem Vatikan und dem faschistischen Deutschen Reich am 8. Juli 1933. Zitat: Das Konkordat brachte der fast überall aus Usurpatoren, wenn nicht gar Banditen bestehend angesehenen nationalsozialistischen Regierung die Zustimmung zu einem Vertrag mit der ältesten internationalen Macht, dem Vatikan. In gewisser Weise war es die Entsprechung einer Urkunde über internationale Ehrenhaftigkeit. Ende Zitat. Muss ich das nochmal lesen, dass das gut verstanden wird? Das Konkordat, was ein staatliches Abkommen mit dem Vatikan ist, brachte der fast überall aus Usurpatoren, wenn nicht gar Banditen bestehend angesehenen nationalsozialistischen Regierung die Zustimmung zu einem Vertrag mit der ältesten internationalen Macht, dem Vatikan. In gewisser Weise war das Konkordat die Entsprechung einer Urkunde über internationale Ehrenhaftigkeit. Kann man nachlesen in Le Catholicisme Politique en Allemagne, der politische Katholizismus in Deutschland, erschienen in Paris 1956, Seite 231. Somit, hört gut zu, somit unterstützte der Papst, nicht zufrieden mit seiner persönlichen Unterstützung Hitlers, auf diese Weise moralisch auch das faschistische Deutsche Reich. Natürlich. Es war sein Werk. Papst Leo XIII. Hatte zum Kaiser 1900, weiß nicht, 13 oder so gesagt. Da sagte der Papst Leo XIII. Zum Kaiser in Deutschland, dass Deutschland das Schwert der römisch-katholischen Kirche sein soll. Kann man nachlesen in den Memoiren des Kaisers, und da habe ich drüber gesprochen. Auf jeden Fall, weil da kommt das her aus in dem Buch Behind the Dictators, das es ja nur in Englisch gibt im Augenblick. Da weiß ich nicht, ob ich mal die deutsche Lesung davon, ob ich eine deutsche Übersetzung von bekomme, von dem Buch, ob ich das mal machen kann. Da kam es auf jeden Fall drin vor, in dem Buch Behind the Dictators, und ansonsten kann es auch sein, dass ich das nochmal erwähnt habe, in Alle Wege führen nach Rom. Das weiß ich jetzt auch nicht auswendig. Aber der Punkt ist, und das ist ganz, 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 ganz wichtig, dass Deutschland das Schwert der römisch-katholischen Kirche sein sollte. Schaut euch an, was im Ersten Weltkrieg passiert ist. Schaut euch an, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Denkt an solche Dinge wie verbrannte Erde, nach dem Motto, wo immer die Deutschen gewesen sind in ihren Feldzügen, dahinter kommt die SS und verbrennt alles. Und die SS ist aufgebaut auf den Prinzipien der Jesuiten. Das wissen wir doch inzwischen alle, ja? Und da muss man sich doch im Grunde gar keine Fragen mehr stellen über solche ganzen Sachen. Naja, fahren wir fort im Buch. Zur gleichen Zeit, als jenseits des Rheins der Terror zu regieren begann, also in Deutschland, und stillschweigend akzeptiert und gebilligt wurde, hatten die sogenannten Braunhemden, also die SA, bereits 40.000 Personen in KZs gesteckt. Die Pogrome vermehrten sich, während der Nazimarsch, Zitat, und wenn das Blut von den Messern spritzt, fühle ich mich nochmal so gut, Ende Zitat, erklang. Das kommt aus dem Horst-Wessel-Lied. In den folgenden Jahren sah Papst Pius XII. Noch schlechter, ohne beunruhigt zu sein. Und es werden hier nicht seine Augen gemeint, ne? Ja? Es ist nicht überraschend, dass die katholischen Oberhäupter Deutschlands in ihrer Unterwürfigkeit gegenüber dem NS-Regime miteinander wetteiferten, ermutigt, wie sie durch ihren römischen Meister waren. Man muss die wirren Fantasien und verbale Akrobatik von opportunistischen Theologen wie Michael Schmaus lesen. Ja, Michael Schmaus, ich füge einen Link von Wikipedia in die Beschreibungsbox dieses Videos ein, dass ihr euch durchlesen könnt, wer das ist. Ein ganz, ganz kleines Zitat eben aus diesem Wikipedia-Link. Zitat: Zu seinen Schülern, also von Michael Schmaus,
zu seinen Schülern gehörten Josef Ratzinger, der spätere Papst Benedikt XVI., derjenige, der 25 Jahre lang Vorsitzende der Glaubenskongregation war, der Inquisition, bevor er Papst wurde. Also, man muss die wirren Fantasien und die verbale Akrobatik, Kasuistik und Sophistik würde ich das nennen, von opportunistischen Theologen wie Michael Schmaus lesen. Er wurde später von Papst Pius XII. Zum Kirchenfürsten ernannt und von der Zeitschrift La Croix, das Kreuz, am 2. September 1954 als der große Theologe Münchens beschrieben. Oder nochmal ein gewisses Buch mit dem Titel Katholisch-konservatives Erbgut, von dem jemand schrieb, Zitat, diese Anthologie, also Auswahl literarischer Texte, diese Anthologie bringt Texte von den wichtigsten katholischen Theoretikern Deutschlands zusammen, von Görres bis Vogelsang. Sie macht uns glauben, dass der Nationalsozialismus schlicht und einfach aus katholischen Ideen geboren wurde. Ende Zitat. Die durch das Konkordat gegenüber Hitler zum Ableisten eines Fahneneides gezwungenen Bischöfe suchten stets sich einander in ihrer Ergebenheit zu übertreffen. Zitat. Unter dem NS-Regime finden wir permanent die inbrünstige Unterstützung durch die Bischöfe in sämtlichen Korrespondenzen und Erklärungen von kirchlichen Würdenträgern. Ende Zitat. Trotz des offensichtlichen Unterschiedes zwischen katholischem Universalismus und hitlerischem Rassismus hatten sich schließlich diese beiden Doktrinen laut Franz von Papen harmonisch versöhnt. Der Grund für diesen skandalösen Einklang lautete, Zitat, der Nationalsozialismus ist eine christliche Gegenbewegung zu 1789. Ende Zitat. Naja, das kann ich ja so gar nicht stehen lassen, ne? Der Nationalsozialismus ist eine christliche Gegenbewegung zu 1789. Also erstens mal ist mit christlich hier katholisch gemeint. Der Nationalsozialismus ist eine katholische Gegenbewegung zu 1789. Und 1789 war eine Bewegung der Illuminaten. Die Illuminaten sind eine Frontorganisation der Jesuiten. Das ist alles ganz deutlich und verständlich, wenn man den Eid der Jesuiten kennt und weiß, dass beide Seiten gespielt werden. Es ging um die Säkularisierung. Es ging um das Weltlichmachung, es ging um die erleuchtende Erkenntnis, die aus der Französischen Revolution herauskam. Schaut euch nur mal die Papiere an, wo diese sogenannten Menschenrechte stehen, die aus der Französischen Revolution herausgekommen sind. Ja, da sind Fasci drauf, also diese Lektorenbündel, wie man das nennt. Das ist alles ein und dieselbe Soße, das kommt alles ursprünglich aus Rom. Und Rom kommt aus Babylon. Genau. Der Nationalsozialismus ist eine katholische Gegenbewegung zu 1789. Ja, ich spiele halt die beiden Seiten. Und in der Zwischenzeit, wenn ich die beiden Seiten gegeneinander schlage, bang, wen zerquetsche ich in der Mitte? Bibelgläubige Christen. Aber kommen wir zurück auf Michael Schmaus, Professor an der Theologischen Fakultät München. Der schrieb, Zitat, Reich und Kirche ist eine Schriftenreihe, die dem Aufbau des Dritten Reiches aus den geeigneten Kräften des nationalsozialistischen Staates und des katholischen Christentums dienen soll. Ganz deutsch und ganz katholisch. In diesem Sinne will sie die Beziehungen und Begegnungen zwischen Katholizismus und Nationalsozialismus prüfen, fördern und die Wege zu einem fruchtbaren Zusammenwirken zeigen, wie es sich in der grundlegenden Tatsache des Reichskonkordats abzeichnet. Ich sehe nämlich in der nationalsozialistischen Bewegung den schärfsten und wuchtigsten Protest gegen die Geistlichkeit des 19. und 20. Jahrhunderts, also die Geistlichkeit aus der Französischen Revolution. Der Nationalsozialismus stellt die Idee des aus Blut und Boden, Schicksal und Aufgabe gewachsenen Volkes in den Mittelpunkt seiner Weltanschauung.
ein vorläufiges allgemeines Ja. Auf die Frage muss jeder Katholik geben, der sich an die Weisung der an der Fuldaer Bischofskonferenz vereinigten deutschen Bischöfe vom 28. März 1933 hält. Die Tafeln des nationalsozialistischen Sollens und die der katholischen Imperative stehen freilich in verschiedenen Ebenen des Seins. Jene in der natürlichen, diese in der übernatürlichen Ebene, jene besorgt um die natürliche Gesundheit des Volkes, diese bemüht um das übernatürliche Heil, wie es dem Zwecke der beiden entspricht. Aber sie weisen in dieselbe Wegrichtung. Ende Zitat. Dieses Dokument Begegnungen zwischen katholischem Christentum und nationalsozialistischer Weltanschauung, von dem gerade zitiert wurde. Dieses Dokument belegt die ursprüngliche von der katholischen Kirche beim Aufstieg Hitlers zur Macht gespielte Rolle. Es war genau genommen eine im Vorhinein getroffene Abmachung. Es schildert detailliert, dass derartig abscheuliche Abkommen zwischen Katholizismus und Nationalsozialismus, der Hass gegen den Liberalismus, das ist der Denksinn, der das Individuum mit seinem Recht auf Freiheit in den Vordergrund stellt, das ist das, was Protestantismus ist, der Hass gegen den Protestantismus, der Hass gegen den Liberalismus, der der Schlüssel zu allem ist, tritt sehr deutlich zutage. In seinem Buch Katholik d'Allemagne, also Katholiken Deutschlands, schreibt Robert Darcourt von der Französischen Akademie, Zitat: Die verwundbarste Stelle in allen episkopalen Erklärungen, die den siegreichen Wahlen vom 5. März 1933 folgten, findet sich im ersten offiziellen, die Unterschriften aller deutschen Bischöfe enthaltenden Dokumente von Seiten der Kirche. Wir beziehen uns hier auf den Hirtenbrief vom 3. Juni 1933, in dem das gesamte deutsche Episkopat einbezogen ist. Welche Form hat dieses Dokument? Wie beginnt es? Mit einer Spur Optimismus und dieser heiteren Erklärung: Zu unserer großen Freude haben die führenden Männer des neuen Staates ausdrücklich erklärt, dass sie sich selbst und ihr Werk auf den Boden des Christentums stellen. Es ist das ein öffentliches und feierliches Bekenntnis, das den herzlichen Dank aller Katholiken verdient. Ende des Zitats. Zu unserer großen Freude haben die führenden Männer des neuen Staates, des nationalsozialistischen Staates, ausdrücklich erklärt, dass sie sich selbst und ihr Werk auf den Boden des Katholizismus stellen. Wieder einmal wird hier das Wort Christentum missbraucht, denn gemeint ist Katholizismus. Und Katholizismus ist nicht Christentum. Seit dem Beginn des Ersten Weltkrieges kamen und gingen mehrere Päpste, doch ist ihre Haltung gegenüber den zwei Fraktionen, die in Europa einander gegenüberstanden, unverändert dieselbe geblieben. Viele katholische Autoren konnten ihre Überraschung und Trauer nicht verbergen beim Schreiben über die unmenschliche vom Papst Pius XII. Gezeigte Gleichgültigkeit angesichts der Gräueltaten schlimmster Art, begangen von seinen Günstlingen. Neben vielen Zeugenaussagen werden wir eine, der in ihrem Wortlaut gemäßigsten anführen, vorgebracht von Jean d'Hôpital, Berichterstatter von Le Monde gegen den Vatikan. Zitat: Das Gedächtnis Pius XII. Ist von unguten Gefühlen umgeben. Zuallererst gibt es da die von Beobachtern aus jeder Nation und sogar innerhalb der Mauern des Vatikans gestellte brennende Frage: Wusste er von bestimmten während des Krieges begangenen, durch Hitler veranlassten und geleiteten Gräueltaten? Jederzeit und aus jeder Himmelsrichtung über die regelmäßigen Berichte der Bischöfe verfügend, konnte er da ignorieren, was die deutschen Militäroberhäupter nie nur vortäuschen konnten? Die Tragödie der Konzentrationslager, die zur Deportation verurteilten Zivilisten, die kaltblütigen Massaker an jenen, die im Wege standen, den Terror der Gaskammern, wo aus administrativen Gründen Millionen von Juden vernichtet wurden. Und wenn er davon wusste,
Warum kam er nicht als Verwalter und erster Chorkneibe des Evangeliums heraus, weiß gekleidet, Arme ausgestreckt in der Form des Kreuzes, um ein nie dagewesenes Verbrechen anzuprangern und Nein zu schreien? Fromme Seelen werden vergeblich in Enzykliken, Reden und Ansprachen des späten Papstes forschen. Von irgendeiner Verurteilung dieser von Hitler, diesem Antichristen eingeführten Religion des Blutes, keine Spur. Man wird die Verurteilung des Rassismus, der ein augenfälliger Widerspruch zum katholischen Dogma ist, nicht finden. Ende Zitat. Das fand ich eine sehr kräftige Aussage von Jean d'Hopital. Ich muss da nur eine ganz kleine Bemerkung mit zumachen. In einem der letzten Sätze hieß es, fromme Seelen werden vergeblich in Enzykliken, Reden und Ansprachen des späten Papstes forschen, von irgendeiner Verurteilung dieser von Hitler, diesem Antichristen eingeführten Religion des Blutes, keine Spur. Hitler ist nicht der Antichrist. Der Papst ist der Antichrist. Und das ist das, was ich am Anfang eben meinte. Ich kann nicht jedes Mal, wenn irgendwelche solche Zitate kommen, da wieder drauf eingehen und wieder und wieder und wieder vorkauen. Der Papst ist der Antichrist, die römisch-katholische Kirche ist die Synagoge Satans. Nein, natürlich kann man hier wurde hier nichts von dem Papst verurteilt, weil der Papst war der Auftraggeber von Hitler, diese ganzen Dinge zu tun. Das ist das, was man verstehen muss als bibelgläubiger Christ. Das ist der Grund, weshalb ich dieses Buch überhaupt lese, da ich hoffe, dass meine Zuhörer und Zuschauer inzwischen doch verstanden haben, dass wir aus dem reformatorischen, dass wir aus dem apostolischen Glauben heraus, aus der apostolischen Sichtweise der Bibel heraus, diese historischen Dinge uns ansehen, dass wir wissen, dass der Papst diese ganzen Sachen eingeleitet hat, weil er ist der Stellvertreter Satans auf Erden. Nur er hat ein Interesse daran, so viele Menschen wie möglich zu vernichten und so viele Seelen wie möglich in die Hölle zu führen, weil er weiß, dass er selber in die Hölle geht. In seinem Buch »Das Schweigen des Papstes« fahren wir vorzulesen. Erschienen bei Kindler, München 1965, schreibt der Augsburger Carlo Falconi im Detail, Zitat: Nicht geringer übrigens sind die Schwierigkeiten bezüglich einer moralisch vertretbaren Kriegführung. Doch gibt es Taten, oder besser Übeltaten, die keine politische oder militärische Notwendigkeit je rechtfertigen könnte. Wir denken hier an die Massenvernichtung von völkischen Minderheiten, von ganzen führenden Klassen, von Zivilgefangenen und Deportierten und auch an die Umsiedlung ganzer Völkerschaften aus ihren ursprünglichen Gebieten in andere. Solche Gräuel bedeuten eine Umkehrung des Urteils über Gut und Böse und eine Herausforderung der Würde des Menschen und der ganzen Gesellschaft, sodass alle, die auf die öffentliche Meinung Einfluss nehmen können, sei es als private Bürger oder im öffentlichen Amt, die unbedingte Pflicht, die verdammte Pflicht haben, diese Gräueltaten anzuprangern. Das Schweigen solchen Exzessen gegenüber käme in der Tat Kollaboration mit Arbeit gleich, weil es die Unmenschlichkeit der Verbrecher nicht hemmt, sondern fördert. Aber wenn schon jeder Einzelne die moralische Verpflichtung hat, auf solche ungeheuerlichen, nicht mehr zu überbietenden Verbrechen zu reagieren, wie viel mehr dann die religiösen Gemeinschaften und ihre Führer? Zuallererst also das Haupt der katholischen Kirche. Pius XII. Hat nie eine ausdrückliche, direkte Verdammung der kriegerischen Aggressionen formuliert, noch weniger die der unqualifizierbaren Gewalttaten, die die Deutschen oder ihre Helfershelfer dank der Kriegssituation begangen haben. Pius XII. Hat nicht geschwiegen, weil er nicht wusste, was geschah. Er kannte von Anfang an die Schwere der Geschehnisse, wie wohl kein anderes Staatsoberhaupt auf der Welt. Ende Zitat. Na, wunderbar. Dankeschön. Hier ist jetzt einmal endlich deutlich bestätigt, was ich immer sage. Papst Pius XII. Hat nicht geschwiegen, weil er nicht wusste, was geschah. Er hat geschwiegen, weil er von Anfang an die schweren Geschehnisse, wie wohl kein anderes Staatsoberhaupt der Welt, wusste, weil er sie geplant hat. Weil das antireformatorische, konterreformatorische,
inquisitorische Kriege waren. Von Anfang an. Und es ist die römisch-katholische Kirche, die diesen Krieg gegen die Heiligen Jesu Christi führt. Gegen die Gläubigen auf dieser Welt. Ja? Also, ganz wichtiger Satz hier von Carlo Falconi. Besser noch, fahren wir im Buch fort. Der Vatikan war durch Verleihen einiger seiner Prälaten, um aus ihnen nazifreundliche Agenten zu machen, bei der Ausführung dieser Verbrechen behilflich. Es waren die Monsignore Ilinka und Tiso. Auch schickte er nach Kroatien seinen eigenen Legaten, hochwürdigen Pater Marcone, Giuseppe Ramiro Marcone, der mit Hilfe von Monsignore Stepinac ein Auge auf die Arbeit Ante Pavelics und seiner Ustascha haben sollte. Wo wir auch hinschauen, bietet sich das gleiche erhebende Schauspiel. Wie wir bereits aufgezeigt haben, ist es nicht allein diese widerwärtige Parteilichkeit und Selbstgefälligkeit, gegen die wir uns richten. Das unverzeihliche Verbrechen des Vatikans besteht in der maßgeblichen beim Herbeiführen zweier Weltkriege gespielten Rolle. Genau, derjenige, der sich der Prinz des Friedens nennt, ein Titel, der Jesus Christus gehört und nicht dem Papst, aber der sich hier auf Erden damit schmückt, der Papst, ist der Drahtzieher und Initiator durch die Jesuiten aller Kriege hier auf Erden. Schon mal sehr schön deutlich dargestellt. Hören Sie, was Alfred Grosser, Professor am Institut für Politikstudien der Pariser Universität, sagt. Zitat: In dem sehr präzisen Buch von Günter Levy, Die katholische Kirche und das Dritte Reich, übrigens, da muss ich immer eben einwerfen, das ist etwas, das wird auch zitiert in Behind the Dictators, also genau das, was ich vorher schon eben gerade vorgelesen habe, in dem Absatz hier von vorher, von Carlo Falconi, was darin vorkommt, wo wir sprechen über Linka, Tiso, über Stepinac und über Pavelic, Ante Pavelic, ja. Wenn ihr darüber mehr wissen wollt, bitte, 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 die Lesung von, es ist zwar in Englisch, aber von Behind the Dictators. Und wenn ich das Buch jemals von Andreas übersetzt bekomme ins Deutsche, werde ich das lesen. Und da kommen solche Sachen vor. Ganz, ganz wichtig. Und zur Länge des Videos, Entschuldigung, ich sage das mal eben hier bei 1:07, Entschuldigung, ich habe es nicht geplant, dass es über eine Stunde wird, aber ich will diesen ersten Teil des Buches unbedingt fertig bekommen. Und da müssen wir eben noch etwas über eine Seite lesen. Und so lange muss ich eure Aufmerksamkeit noch strapazieren. Hören Sie, was Alfred Grosser, Professor am Institut für Politikstudien der Pariser Universität, sagt. Zitat: In dem sehr präzisen Buch von Günter Levy, Die katholische Kirche und das Dritte Reich, ist zu lesen, dass alle Dokumente übereinstimmend die katholische Kirche als mit dem Hitler-Regime zusammenarbeitend bezeugen. Im Juli 1933, als das Konkordat die Bischöfe zwang, gegenüber der nationalsozialistischen Regierung einen Fahneneid abzulegen, waren die Konzentrationslager bereits freigegeben. Die Lektüre der Zitate bei Levy ist wahrhaft niederschmetternd. Dort findet man schreckliche Texte von immerhin ehrenwerten und geehrten Männern wie Kardinal Faulhaber oder dem Jesuitenpater Gustav Grundlach. Ende Zitat. Zu finden sind nur leere Worte zur Widerlegung dieses Berges von Dokumenten, der die Schuld des Vatikans und seiner Jesuiten beweist. Ihre Hilfe war die treibende Kraft hinter dem kometenhaften Aufstieg Hitlers, der zusammen mit Mussolini und Franco doch trotz des äußeren Anscheins vom Vatikan und seinen Jesuiten manipulierte Kriegsmarionette war. Hallo, was? Das müssen wir nochmal lesen. Ihre Hilfe von den Jesuiten war die treibende Kraft hinter dem kometenhaften Aufstieg Hitlers, der zusammen mit Mussolini und Franco doch trotz des äußeren Anscheinens vom Vatikan und seinen Jesuiten manipulierte Kriegsmarionette war. Eben. Hitler, Mussolini und Franco waren die Kriegsmarionetten der Jesuiten damals. Trump, Clinton, Merkel und all diese anderen Marionetten heute sind die Marionetten heute.
Putin und haut sie alle in denselben Topf. Es ist alles dasselbe. Es hat sich nichts verändert von der ganzen Zeit her. Die Tarifa, das sind das Rauchfass tragende Messdiener, die Tarifa des Vatikans müssten vor Scham ihre Häupter senken, wenn es eine italienische Parlamentsabgeordnete herausschreit. Zitat: Die Hände des Papstes triefen nur so vom Blut. Ende Zitat. Rede von Laura Diaz, Parlamentsabgeordnete für Livorno, gehalten in Ortona am 15. April 1946. Die Hände des Papstes triefen nur so vom Blut. Gehört der Papst als Kriegsverbrecher vor Gericht? Offenbarung 17, Vers 6. Und ich sah das Weib trunken vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu, und ich verwunderte mich gar sehr, als ich sie sah. Also, hier hören wir die Laura Diaz, Parlamentsabgeordnete für Livorno, 1946, die Aussage treffen: Die Hände des Papstes triefen nur so vom Blut. Oder auch wenn die Studenten des Cardiffer Uni-Colleges als Thema für eine Tagung wählen, Zitat: Gehört der Papst als Kriegsverbrecher vor Gericht? Zu lesen in La Croix, das Kreuz vom 2. April 1946. Die Bibel sagt dazu: Ja. Und ich sah das Weib trunken vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu, und ich verwunderte mich gar sehr, als ich sie sah. Lesen wir Papst Johannes dem 23., wie er sich selbst an die Jesuiten gewandt ausdrückte. Hört gut zu. Papst Johannes der 23. an die Jesuiten: Harret aus, meine lieben Söhne, in den Taten, mit denen ihr euch bereits wohlbekannte Verdienste erworben habt. Auf diese Weise werdet ihr die Kirche erfreuen und mit unermüdlichem Eifer wachsen. Der Pfad der Gerechten ist wie das Licht der Morgenröte. Möge dieses Licht größer werden und die Formung der Heranwachsenden erleuchten. Auf diese Weise werdet ihr helfen, unsere spirituellen Wünsche und Anliegen zu verwirklichen. Wir geben von ganzem Herzen eurem Generaloberen, euch sowie euren Koadjutoren, als auch allen Mitgliedern der Gesellschaft Jesu, unseren apostolischen päpstlichen Segen. Ende Zitat. Nachzulesen in L'Osservatore Romano, 20. Oktober 1961. Und nachdem Papst Johannes der 23., der das Zweite Vatikanische Konzil 1963 eröffnete, dann abgelöst wurde von Antichrist Papst Paul dem 6., der hier ebenfalls zu den Jesuiten sagt, in einem Vortrag gehalten in Rom, Nähe des Petersdoms am 20. August 1964, während seines zweiten Jahres als Papst, ebenfalls aus L'Osservatore Romano zitiert, vom 18. September 1964, was sagt dieser Antichrist zu den Jesuiten? Zitat: Vom Zeitpunkt ihrer Wiederherstellung an, 1814, erfreut sich diese Glaubensfamilie der freundlichen Hilfe Gottes, und bis heute hat sie sich rasch und mit großen Schritten selbst reich gemacht. Haben die Mitglieder der Kompanie viele wichtige Aufgaben zu Ende geführt, alle zur Ehre Gottes und für den katholischen Glauben. Die Kirche braucht Soldaten Christi mit Wagemut, bewaffnet mit einem unerschrockenen Glauben, bereit, sich Schwierigkeiten zu stellen. Das ist es, weshalb wir große Hoffnung setzen in die Hilfe, die euer Einsatz bringen wird. Möge die neue Ära die Kompanie auf demselben ehrenhaften Weg finden, den sie in der Vergangenheit beschritten hat. Ende Zitat. Am 29. Oktober 1965 gab der L'Osservatore Romano bekannt, Zitat: Hochwürden Pater Arruppe, Jesuitengeneral, zelebrierte am 16. Oktober 1965 die Heilige Messe für den Ökumenischen Rat. Ende Zitat.
lesen wir die Apotheose der päpstlichen Ethik, gleichzeitige Bekanntgabe eines Vorhabens der Seligsprechung Pius des XII. Und Johannes des 23. Zitat, um uns im Bestreben nach einer geistlichen Erneuerung stark zu machen, haben wir beschlossen, die kanonischen Verfahren zur Seligsprechung dieser zwei großen und gottesfürchtigen Päpste, die so gütig zu uns sind, einzuleiten. Ende Zitat von Papst Paul dem VI. Möge dieses Buch, die verborgene Geschichte der Jesuiten, all jenen, die es lesen und die es bei meinem Videokanal anschauen und anhören, das wahre Wesen dieses römischen Meisters enthüllen, dessen Worte so honigsüß sind, wie seine verborgenen Aktionen bitter sind. Im Buch steht heftig, aber gegenüber honigsüß setze ich bitter. Damit beende ich die erste Lesung und Einleitung und Erklärung, warum ich das Buch die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris lese, und werde nächstes Mal fortfahren mit Abschnitt 1, die Gründung des Jesuitenordens, Kapitel 1, Ignatius von Loyola. Da werden wir dann einige Dinge besprechen, die ich natürlich schon besprochen hatte, zur Zeit, als ich Herrscher des Bösen vorgelesen hatte, aber wir werden auch sicher ein paar neue Erkenntnisse gewinnen. Entschuldigung, dass es so lange gedauert hat, über 70 Minuten, aber ich hoffe, es war interessant. Und ihr freut euch auf die Fortsetzung meiner Lesung Die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris. Für jeden, der möchte, der kann sich das Buch gratis im Internet runterladen, ist der Link dazu in der Beschreibungsbox des Videos eingearbeitet. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen, auch euch noch einen schönen weiteren Tag, mir noch einen schönen restlichen Sabbat gewünscht. Hab ja noch ein paar Stunden, bis die Sonne untergeht. Es ist 5 Uhr, dauert ja nicht mehr so lange. Auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Gott möge euch behüten und beschützen. Bis zum nächsten Mal. Joggler 66 von Stunde der Wahrheit meldet sich ab und sagt Tschüss. Especially I work in dealing with the infiltration of churches and religious institutions as well as government. That cover a tremendous number of institutions. And the purpose of that infiltration was what for? Well, the purpose is what the Roman Catholic system has all the time as her own purpose, is to infiltrate, to penetrate all the areas of life where the Roman Catholic can have control and access for the coming world government. Simply put, this country and this world benefit from your commitment to Jesuit principles, to being men. As a graduate of another great Jesuit institution, Xavier University, I have great affection for the value and purpose of the Jesuit education. What that means is, in preparation for that world government, the Roman Catholic institution, especially since the establishment of the Jesuit order in 1541, throughout these 500 years, they've been in preparation and through infiltration and penetration of every level of society in order to take over the world politically and religiously. What a beautiful day the Lord has made. Holy Father, on behalf of Michelle and myself, welcome to the White House. There are two doctrines that define very well these dangerous goal of the Roman Catholic institution. Two doctrines define this very well. One is called the doctrine of the apostolic succession, and that is dealing with the papacy. And the other is the doctrine, the temporal power, and that is dealing with world government. Of course, both. Because you can see that even the Pope and his own individual office, he meet those requirements. He is not only the head of his church, as he called himself, John Paul II, the present Pope, he said he is the pastor of his church. He is not only that, but he is the head
of his estate. It is a sign, perhaps, of how far we have come in this country that today's news of formal recognition between the governments of the United States and the Vatican did not create a furor. Once upon a time, it would have. Once upon a time, and not all that long ago, it did. From the time of President Washington, that was the first president to be utilized by the Jesuits. If you were not aware of that, President Washington already was initiated by the Jesuits to bring about the first communication with the Vatican ever known in this country. From there on, President Reagan, throughout all this time, President Reagan has come to fulfill the greatest moment in the history of this conspiracy.